Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Ja, diesmal habe ich mich echt schwer getan, so einen Vergleich von gleichen Objektiven, vom gleichen Hersteller, alte Generation, neue Generation. Es geht um das Tamron 28 bis 75 mm, Offenblende 2.8, konstruiert für das Sony E-Mount-System. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Nils Langbacher von Foto Franz, denn der hatte mich angerufen und hat gefragt, Michael, wir haben das gerade im Laden, möchtest du das gerne mal testen, möchtest du das mal austesten, weil er wusste, dass ich noch das aus der ersten Generation habe. Und habe ich gesagt, natürlich, da bin ich mal gespannt, was sich Tamron dabei gedacht hat, das gleiche Objektiv eigentlich noch mal nachzubauen und zweite Generation, also G2, da drauf zu schreiben. Ich frage mich auch manchmal, warum Objektivhersteller eigentlich nach relativ kurzer Zeit das Ganze machen. Denn das Tamron hier aus der ersten Generation ist ja auch nur mal knapp 3 Jahre gerade mal alt. Und um es noch mal zu betonen, eines meiner liebsten Zoom-Objektive überhaupt, mit denen ich viel gearbeitet habe, was mich eigentlich nie enttäuscht hat, wo ich auch mit der Schärfe absolut zufrieden war. Verzeichnungen, chromatische Aberrationen und alles, was dazugehört. Wie gesagt, es hat mich nicht enttäuscht. Es gab auch schon mal einen Beitrag davon und ich habe in dem Moment, wo ich gehört habe, es soll es jetzt hier in zweite Generation geben, nicht so recht daran geglaubt, was das für einen Sinn ergeben soll. Vielleicht noch hier ein bisschen an der Schraube zu drehen und da ein bisschen und so weiter. Und deswegen war ich jetzt echt mal neugierig und Foto Franz hat es mir, wie gesagt, zugeschickt. Ich verlinke euch das da unten auch. Wäre auch schön, wenn ihr so den Kleinhandel mehr unterstützt, denn viel, viel teurer ist es, oder es ist noch nicht mal teurer, manchmal sogar günstiger bei den Kleinen als hier, zum Beispiel beim großen Teich. So, jetzt habe ich es bekommen und von der Haptik her war ich dann enttäuscht. Ich dachte jetzt, das kostet ja um die knapp über 900 Euro. Das hat damals auch so um die 800 noch was neu gekostet, dass da jetzt irgendwie was großartig unterschiedlich ist. Nein, es ist beides nach wie vor noch ein Kunststoffgehäuse, was ja auch damit zu tun hat, damit es nicht ganz so schwer ist. Es wiegt knapp über 500 Gramm. Auch bei den beiden gibt es keinen großen Unterschied, vielleicht 1-2 Gramm, aber das würde man so gar nicht merken. Wie gesagt, beides aus Kunststoff. Was mir bei der ersten Generation relativ früh aufgefallen ist, obwohl ich sehr pfleglich mit den Objektiven umgehe, hier löst sich der Schriftzug von der 75 mm so ein bisschen. Keine Ahnung, ob der Druck jetzt nicht so schlecht ist oder das Material auf dem anderen Material nicht so hält. Wird sich zeigen, ob in der zweiten Generation hier diese Aufdrucke, ob das ein bisschen besser hält. Beide Objektive nach wie vor Spritzwasser staubgeschützt, keine Bildstabilisation mit an Bord. Trotzdem muss es ja irgendwo Unterschiede geben. Hier haben wir endlich, und das finde ich immer sehr, sehr schön, denn ich habe es sehr, sehr viel für die Porträtfotografie benutzt. Auch hier im Studio oder auch im Kleinstudio oder wenn ich auch mal zu Hause unterwegs bin, da habe ich nicht so viel Platz und so weiter. Und was ich immer gerne benutzt habe, wenn es mir angeboten worden ist, ein Fokushalteknopf. Den hat Tamron jetzt in dieses Objektiv mit eingebaut. Das finde ich sehr zum Vorteil. Schön wäre es auch noch gewesen, noch einen kleinen Schalter, um umzustellen auf Autofokus oder manuellen Fokus. Aber jetzt kommt's. Im letzten Beitrag sprach ich auch über ein Tamron-Objektiv. Das war das 35 bis 150 mm. Und das hatte hier genau wie dieses auch einen kleinen USB-Schlitz. Hier, USB-Typ C. Damit können wir dann das Programm von Tamron wieder nutzen, um ein paar Einstellungen hier vorzunehmen. Wie zum Beispiel den Fokus-Halteknopf umzubauen in einen Schalter für manuellen Fokus und Autofokus. Damit hätte sich das schon wieder erledigt. Trotzdem, ich glaube, ich habe das auch schon im letzten Beitrag gesagt, ich bin nicht ein Mensch, der immer gerne dieses ganze Schnickschnack gerne mitnimmt, auch wenn der Hersteller Tamron dadurch die Möglichkeit gibt, neue Updates zu ziehen oder alles Mögliche noch wieder an Funktionen hier über den Fokusring und so weiter einstellen zu können. Das wertet das Objektiv natürlich für einige auf. Wie gesagt, für mich persönlich muss es das nicht, aber schön, dass Tamron das Ganze natürlich mit reinbringt. Also, Haptik, kein so großer Unterschied. Irgendwo muss ja etwas da sein. Um vielleicht erstmal auch zu sprechen über die chromatischen Aberrationen, die Verzeichnungen und alles, was dazugehört. Schaut euch das an. Ich habe einmal, es sind alles JPEGs-Bilder, einmal die Korrektur rausgenommen in der Kamera und einmal reingenommen. Ja, man sieht es schon. Und eine Vignettierung hier bei 28 und auch so bei 35, 50 mm ist jetzt nicht so gravierend. Bei 75 mm schon. Aber wer dann nachher auf Blende 5,6 abblendet, der kriegt sie dann weg. Aber ist es wichtig? Ich würde mal sagen, nicht unbedingt, denn das hält sich alles in einem sehr, sehr schönen Rahmen. Und das hat Tamron hier auch wirklich gut weggearbeitet. Kommen wir aber jetzt zu einem Punkt. Und das hat mich
Ja, da war ich wirklich geflasht, das hätte ich niemals gedacht. Habe ich doch das erste aus der ersten Generation, das Tamron, oft benutzt, weil ich damals auch viel mit Samyang-Objektiven Festbrennweiten gearbeitet habe, das als Referenz zu nehmen. Denn die Schärfe, dieses Objektiv aus der ersten Generation, war auch schon zumindest im Zentrum auf Schärfe getrimmt. Und das hat mich, wie gesagt, auch nie enttäuscht und hat auch immer im Verhältnis auch zu Festbrennweiten, selbst das, sehr, sehr gut abgeschnitten. Und jetzt kommt die zweite Generation. Und ich bin jemand, der, wenn ich hier schon mal im Studio bin und das Ganze mache, dann ich zeige euch wieder das Gesamtbild, wie groß das ist und wie extrem ich hier reinzoome. Das sind mehr als 1, 2, 300%. Das ist extrem. Man kann ja schon fast die Pixel erkennen. So extrem gehe ich da rein, um was zu sehen. Und glaubt mir, diesmal kann man wirklich einen richtig derben Unterschied sehen. Was Tamron hier geleistet hat, muss ich sagen, ist der absolute Wahnsinn. Im Verhältnis im Zentrum, hier in der Schärfe, beide im Vergleich. Übrigens zieht sich das durch alle Brennweiten durch. Ich habe jetzt die längste Brennweite genommen, die 75 mm, und bei beiden Objektiven. Jetzt schaut euch das an. Selbst im Zentrum kann man das hier sehr, sehr gut erkennen, was Tamron hier an Schärfe wahnsinnig mäßig zugelegt hat. Ich habe eine Sony Alpha 7 Mark III, keine R2 oder R3 oder R4 sogar. Und ein Grund, eine zweite Generation aufzulegen, ist vielleicht, ja, dass der Pixelkampf der Kameras auch immer größer wird und die Optik muss natürlich da ja auch gut mitspielen können. Und um das aber einmal zu testen, greife ich auf einen ganz einfachen Trick zurück, um eine schöne Pixeldichte zu haben. Habe ich das Objektiv oder beide Objektive an die Sony Alpha 6400, also APS-C. Das sind ja nun schließlich auch 24 Megapixel, aber alles ein bisschen enger zusammengestaucht. Und dann seht ihr, dann haben wir die Pixeldichte ungefähr von einer Kamera, die der Pixeldichte einer Sony Alpha 7R Mark III oder Mark IV irgendwo dazwischen entspricht. Und auch hier klar zu erkennen, hier wird die Schärfe extrem wieder umgesetzt. Randunschärfe hat mich auch in der ersten Generation so gar nicht gestört. Ich weiß, im Verhältnis zur Mitte und zum Rand wird es immer schwächer. Das ist nun mal so. Aber wie gesagt, ich fand das im Verhältnis zu anderen Objektiven, die ich sonst immer getestet habe, in einem absolut verträglichen Rahmen. Das hat mich auch gar nicht so sehr gestört. Ob bei Blende 2.8 oder abgeblendet Sweet Spot bei Blende 4 oder 5.6. Und jetzt kommt Tamron wieder daher. In der zweiten Generation, und es ist ein Wahnsinn, was hier in der Randschärfe im Verhältnis hier zu der ersten Generation wirklich geleistet wird. Ich habe mir Beiträge angeguckt, auch zum Beispiel von Martin Krolopp und auch von anderen YouTubern. Und da hieß es auch im Vergleich zum G Master 24 70 mm, ja, steckt dieses Objektiv auch das G Master wirklich in die Tasche. Und das habe ich wirklich, wirklich festgestellt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ja, ein bisschen Pixelpiepen und Schärfe vergleichen doch so viel Spaß machen kann, wenn die Unterschiede doch so deutlich sind. Ich möchte aber nochmal betonen, es muss alles im Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Und ich glaube, dass aus der ersten Generation kriegt man jetzt um die 600 €. Gebraucht habe ich schon mal gesehen, um die 500 €. Es ist immer noch ein Kracher. Es hat immer noch gute Eigenschaften und kann ich auf jeden Fall in der ersten Generation dieses Objektiv durch dieses gute Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch weiterempfehlen. Natürlich erleidet man Verlust, wenn man dieses jetzt verkauft. Man hat vielleicht damals auch 800 € dafür bezahlt, verkauft man das Ganze mit 300 € Verlust und dann legt man wieder um die 400 € drauf, um sich dieses dann zu kaufen. Natürlich erhält man hier mehr Leistung, mehr Schärfe und auch im Autofokusbereich, das ist nämlich der nächste Punkt, die neuen Kameras, gerade die Sony Alpha 7 4, die jetzt bald kommt, beziehungsweise die ist schon da. Ich werde sie in den nächsten Wochen zum Testen auch bekommen. Und ich habe auch gelesen und auch gehört und gesehen, der Autofokus soll gnadenlos gut arbeiten. Hier der Unterschied, ein etwas älteres System für den Autofokus, hier das neuere System und die neuen Kameras, um diese tolle Leistung freisetzen zu können, die schreien ja auch nach einem guten Autofokusmotor. Und der ist hier auf jeden Fall eingebaut, denn die Sony Alpha 7.4 zum Beispiel, die hat ja auch den nicht nur Menschenaugenautofokus, sondern auch den Tieraugenautofokus und sogar noch das Ganze für Vögel. Und ja, da wird natürlich schon einiges vom Objektiv abverlangt und die neue Generation vom Tamron setzt das auf jeden Fall um. Ja, ihr hört, es soll jetzt kein ewiger
Test für das Ganze sein. Ich sehe zu, dass ich hier in diesem Bereich hoffentlich noch ordentlich Bilder mit reingenommen habe. Auf einem Gesamtbildausdruck, den man sonst vielleicht, wenn man für ein Hochzeitspaar ein Fotobuch fertig macht, in der Bildgröße ungefähr hier so groß, wird man wahrscheinlich von der Schärfe her keinen großen Unterschied sehen. Jedoch ist es einfach nur schön zuzusehen, wenn man die Möglichkeit hat, reinzuzoomen, was eben dann passiert. Und reinzoomen, weiß ich, die tollen Fotografen sagen, nein, ich werde die Bildgestaltung genauso machen, dass es passt. Ja, das machen bestimmt viele Fotografen und ich finde es auch toll, dass sie das so gut können. Ich kann das eben nicht. Ich stelle immer wieder fest, wenn irgendwas ist, ich beschneide das Bild doch noch immer irgendwie. Ob ein Blatt in der Ecke im Weg ist oder irgendwas. Und hier hat man sogar die Möglichkeit, durch diese wahnsinnige Schärfenleistung ja nochmal richtig reinzukroppen. Gerade wenn man vielleicht sich entscheidet, irgendwann die Sony Alpha 7 Mark IV zu kaufen, die dann ja auch mit mehr Megapixel daherkommt. Und dann ja, reicht auf jeden Fall die Leistung des Objektivs aus, um kleinere Bildausschnitte zu nehmen. Vielleicht sogar im Makrobereich, denn hier haben wir im Makrobereich 18 cm vom Sensor aus gemessen bei 28 mm. Das ist zwar jetzt kein Original-Makro, aber wenn wir dann vielleicht noch einen Bildausschnitt nehmen und reinkroppen können, ja, dann kommen wir dem Makro ja auch immer näher. Also ihr merkt, Tamron hat alles getan, nicht unbedingt sich die eigene Konkurrenz zu schaffen. Das wird wahrscheinlich immer noch hoffentlich verkauft und ist auch die günstige Alternative. Und die kann ich euch immer noch raten. Wer sagt, mein Portemonnaie ist nicht so voll gefüllt mit dicken Scheinen, der hat eben die Möglichkeit, dieses zu kaufen. Vielleicht nochmal, ich sprach es ja auch schon an, Sony Alpha 6400 APS-C. Definitiv ist es nicht Perlen vor die Säue schmeißen oder wie auch immer. Dieses Objektiv eignet sich auch perfekt fürs APS-C. Wir haben natürlich durch den Bildausschnitt dann andere Brennweitenbereiche, aber auch das deckt gerade für den Porträtbereich einiges ab. Und 500 Gramm selbst am APS-C ist natürlich ein bisschen größer, wirkt ein bisschen wuchtig, aber eben trotzdem nicht so, dass es stört. So, mein Fazit. Werde ich es mir kaufen? Ehrlich gesagt, hätte ich jetzt das Geld über. Ich habe im Moment leider nichts über. Corona hat die Tanzschule immer noch fest im Griff. Wäre das eine tolle Alternative. Und diejenigen von euch, die sagen, ich plane jetzt sowieso vielleicht mir die Sony Alpha 7 Mark IV zu kaufen oder überhaupt ins Vollformat einzusteigen und suche mein allererstes Objektiv, was perfekt zur Sony Alpha 7 IV passt, damit hättet ihr auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Kandidaten. Ich bin mal gespannt, was die anderen Hersteller an Antwort geben auf dieses Objektiv, was dann kommt, ob vielleicht das G-Master auch irgendwann wieder einen Nachfolger bekommt und so weiter. Da bin ich jetzt nicht belesen, vielleicht steht das ja schon irgendwo in irgendwelchen Regalen. Aber im Moment muss ich sagen, zeigt Tamron doch, ja, oder hängt Tamron die Latte, zumindest was Schärfe angeht, definitiv sehr, sehr hoch und da müssen andere erstmal mitkommen. Das ist fürs kleine Portemonnaie. Es ist nicht schlecht, es ist immer noch ein gutes Objektiv, aber wer wirklich eine Steigerung erfahren möchte, der greift zur zweiten Generation. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.